Tripper hat nichts auf der Bestsellerliste verloren, denn wo der Pöbel trinkt, sind alle Brunnen vergiftet. Nietzsche. Ich will, dass der Tripper weiter den Outlaws gehört, die sonst kein Buch anrühren und es wie einen Schatz hüten. Also ich habe das abends gelesen und dann wusste ich jetzt nicht genau, vorher wusste ich ja nicht, ob ich danach noch einschlafen könnte, aber es ging. Das ist nichts für Bildungsbürger, die sich schon bei Cormac McCarthy vor Angst in die Hose scheißen. Horrorvorstellung, dass die Büttel der Subventionskultur mit dem Tripper vor der Nase S-Bahn fahren oder ranzige Latzhosen sich dabei einen runterholen. Dieses Hörbuch darf nur an Leute gehen, die ein Führungszeugnis von Hunter S. Thompson vorweisen können. Das ist ja immer so eine Sache, spontan zu grinsen, gell? Ja, oder nicht zu grinsen. Das kommt jetzt natürlich nicht so. So. Du hast Helmut gerade kennengelernt. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, ich denke mal so, er sagt schon, was er denkt, so, ja, ne, ja. Macht sich nicht so in erster Linie nur Gedanken darüber, was andere denken. Er ist doch, ich meine jetzt nicht unbedingt im Sinne von Arroganz, so kommt er mir auch nicht vor, aber er ist von dem, was er tut, überzeugt und das ist gut so. Das ist wirklich gut so, ja. Der ist trotzig und stark. Ich weiß nicht, wie viel Pilz da durchgeschossen sind durch den Hals, keine Ahnung, wie viel Hektoliter, wie viele Hunderte von Hektolitern im Laufe seines Lebens so, ne? Und das Leben hat bei ihm auch seine Spuren hinterlassen und auch das ist gut so. So, ja. Ja. Okay? Okay. 11. Ein Typ aus dem Athletikclub wollte mich fertig machen. Dem hatte ich eine Frau vor der Nase weggeschnappt. Das hatte der wohl nicht verkraftet. Freunde warnten mich, als ich im Mainpott eintrudelte. Der Bursche war schon mal da gewesen und hatte nach mir gefragt. Er würde bestimmt wieder aufkreuzen. Da konnte ich Gift draufnehmen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich war wirklich nicht geil drauf, mich mit dem Furz anzulegen. Der war ein paar Jahre älter, hatte mal geboxt und einige Funde mehr auf den Rippen. Aber ich hatte keinen Bock, vor dem Wichser den Schwanz einzuziehen. Der wird mich irgendwann doch abfangen. Ja, also kann mir schon wirklich gut vorstellen, wie der so als wie der so durch die Lande gezogen ist mit seinen Jungs. Kann man sich sehr gut vorstellen. Also gut geschrieben, finde ich. Der kam dann auch bald mit seiner schweren Maschine angebrummt, hat die Kiste aufgebockt und oben die große Schau abgezogen. Die Lederjacke über den Stuhl geschmissen, seine Hemdsärmel aufgekrempelt, die Muskeln rollen lassen. Und dann ging er auf mich los. Dem habe ich aber was geschissen. Bevor der mir zu nahe kam, zog ich das Messer und hätte ihn glatt über die Klinge springen lassen, wenn die Bedienung nicht dazwischen gegangen wäre. Die Pfeife ist mir nicht mehr in die Quere gekommen. Und in meinen Pott ließ er sich auch nicht mehr blicken. Nee. Helmut Wenzke als Autor, was zeichnet ihn aus? Ich habe ja auch mal im Gefängnis gesessen, ein paar Monate. Und ich war auch in der Abteilung, komischerweise, obwohl ich in Untersuchungshaft war, wo dann nur so Schwerverbrecher waren, die ganz lange da waren. Ne? Und da waren einige dabei, die angefangen hatten, irgendwie zu schreiben. Aber die wenigsten bleiben letztendlich in der dabei. Und hier das eben ist ja später rausgekommen. Ne? Und das finde ich ganz gut. Also doch, das ist eine Alternative, eine Perspektive.